voller Fokus auf die richtige Ausführung. Karate ist ein Sport, der viel Körperbeherrschung und Beweglichkeit erfordert, aber vor allem mit großem Wert auf Disziplin gelegt. Wir sind die einzige Kampfsportart, bei der Treffer auf Turnieren bestraft werden. Also hier geht es nicht darum, einen K.O. zu schlagen. Es ist immer ein Miteinander. Und diese Gemeinschaft wird bereits zu Beginn des Trainings deutlich. Denn jede Einheit beginnt mit einem festgelegten Ritual. Die Sportler positionieren sich gemäß des Gürtelgrats. Es folgt eine kurze Konzentrationsübung, dann startet das Aufwärmtraining. Und das fordert mich schon ganz schön. Und wie fühlt sich's an? Ja, es zieht jetzt schon ordentlich in den Adduktoren. Muss das so sein? Sollte ja. Und es ist nur das Aufwärmen. Das eigentliche Training beginnt mit Kihon, dem Erlernen der Basistechniken. Und da geht es vor allem um Stabilität. Immer zur eigenen Körpermitte, Handgelenk gerade. Ja, hier außen, nichts dahinter. Naja, geschmeidig sieht das bei mir jetzt nicht gerade aus. Dabei ist das noch längst nicht alles. Denn zu den Grundübungen gehören neben den Schlägen auch verschiedene Fußtechniken. Und nachdem ich die so einigermaßen drauf habe, geht es an die Partnerübungen. Dabei heißt es erstmal verteidigen und angreifen lernen. Viel besser machen das natürlich die ganzen Athleten des Leistungszentrums, denn in Frankenthal werden Top-Sportler ausgebildet, die regelmäßig Titel gewinnen. Und das in der Stilrichtung Shotokan, die für einen tiefen Stand und kraftvolle Bewegungen steht. Wir haben sehr viele erfolgreiche Wettkämpfer, national und international, also von Zwergen mit 5, 6 Jahren bis hin zu der Leistungsklasse 21-22. Wir haben Europameisterschaftsgewinner, aber auf der Shotokan-Ebene, also wir machen ja die Stilrichtung Shotokan, das heißt, die haben die SK gewonnen, die Europameisterschaft Shotokan, oder die WESKA, die Weltmeisterschaft für Shotokan. Titel, die für mich in diesem Leben nicht mehr zu erreichen sind. Dafür folgt jetzt meine ganz persönliche Herausforderung. Bisschen höher den Arm, damit du dich richtig schützen kannst. Hier, dahin den Arm. Okay. Genau. Du greifst mich zum Kopf an, Oizuki Chodan. Eins. Zwei. Immer. Okay. 1-0. Der Sieg geht ganz klar an dich, aber es war auch nicht anders zu erwarten. Du hast den schwarzen Gürtel bei mir jetzt nur für die schwarze Hose gereicht. Wie lange musst du dich dann trainieren, um so einen Gürtel zu bekommen? Wenn du dich sehr gut anstrengst, zwischen 5 und 10 Jahren. Zwischen 5 und 10 Jahren, dann habe ich noch einiges vor mir. Ja. Wie habe ich mich denn geschlagen? Gut. Seien wir ehrlich doch. Du hast einen sehr starken Arm nach vorne, schneller als deine Beine. Das heißt, dein Schlag wäre immer vor deinen Füßen da. Das ist super. Das klingt besser, als ich erwartet hatte. Karate ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Sport, der Gesundheit und Wohlbefinden fördert. Und dann ist auch schon Schluss. Das Ende des Trainings erfolgt wieder nach dem festgelegten Ritual. Aufstellen, konzentrieren und verbeugen.